Das ist Herr Schmidt. Und er hat es so satt. Jeden Tag Berichte tippen, Ablage machen, Unterlagen stempeln und Formulare prüfen. Miese Arbeit. Damit ist jetzt Schluss. Herr Schmidt macht richtig Karriere. Er ist produktiv, effizient, fokussiert und hält den Laden am Laufen. Und er wird dafür belohnt. Gerade hat er einen größeren Dienstwagen bekommen und die goldene Senatorkarte. Aber manchmal hat Herr Schmidt das Gefühl, dass er nie wirklich ankommt. Dass die Latte immer höher gelegt wird. Und irgendwie fühlt er sich überdehnt, überspannt und leer. Das Funkeln in seinen Augen ist schon lange verschwunden. Schluss damit, sagt Herr Schmidt und sucht sich Rat. Einfach sein Ding zu machen, das ist doch die Lösung, oder? Gesagt, getan. Die eigene Firma ist schnell gegründet. Coaching mit Schlittenhunden, das wollte Herr Schmidt immer schon machen. Er ist voller Ideen. Doch wo bleiben die Kunden und wo der Erfolg? Geht Leben und Arbeiten auch anders? Wie sieht Arbeit aus, die mich inspiriert und wachsen lässt? Wie kann ich mir das Funkeln in den Augen wieder zurückerobern? Wie ich das tun kann, was wirklich zählt. Für mich und für andere, für die Wirtschaft und die Gesellschaft. Das zeigen Anja Förster und Peter Kreuz in ihrem neuen Buch »Hört auf zu arbeiten«.